Ja, hallo. Im letzten Samstalk, also Talk am Samstag, Samstalk, ging es unter anderem auch darum, wie die Sozialsparten und die Gesundheitssparten sich riesige Armeen von Kundschaft erhalten, sich Dauerpatienten und Langzeitarbeitslose erhalten. Jetzt haben wir die neue Information bekommen, dass offensichtlich wir in Deutschland 6 Millionen Hartz-IV-Empfänger haben. Das heißt, wir hätten dann ein Heer von circa 3 Millionen Arbeitslosen, Langzeitarbeitslosen und Angehörigen. Ja, und wie halten sich die Sozialsparten, wie halten sich die Gesundheitssparten, diese Armee an Kundschaft? Wie halten sie die Leute krank? Wie halten sie die Leute arbeitslos? Durch eben die vorteilbringenden Irrtümer, ja, also hier steht ja, glaube ich, die Kurzformel. Hier haben wir die Kurzformel des Ganzen. Also hier, da sehen Sie auch noch mal die provisorischen Flyer. Die können wir gleich auch noch mal anschauen von der Partei des Gemeinwohls. Hier unten rechts das rundliche Ding anklicken und die Geschwindigkeit erhöhen. Schneller hören macht Freude. Sollten Sie generell machen. Wo steht das? Die uns durch nicht bewusste Manipulation, Gehirnwäsche und Propaganda, also eigentlich müsste da stehen, die uns durch nicht bewusste, vorteilbringende Irrtümer und die damit verbundene Manipulation, Gehirnwäsche und Propaganda, geistig versklavende Diktatur der Lobbyisten, Sparten, Konzerne, Sparten, Sozialsparten, Gesundheitssparten, Nahrungsbürokratie, Waffen und so weiter, Sparten wird beendet. Ja, darum geht es. Diese Diktatur zu beenden, die geistige Diktatur, geistig versklavende Diktatur. Und da hatte ich ja geschildert, dass ich ja auch die vorteilbringenden Irrtümer meiner Sparte geglaubt habe, diese dann weiter in die Gesellschaft gepumpt habe, dadurch eben auch Teil dieser Manipulation, Gehirnwäsche und Propaganda meiner Sparte war, wo es darum ging, die Menschheit in gläubige Kunden der Gesundheitssparten zu verwandeln, ja. Und dass ich jetzt gesagt habe, ich möchte nur dann eine Praxis aufmachen, wenn ich selber belohnt werde, nur noch für bewiesene Gesundheitsförderung und Krankheitsverhinderung. Und wenn ich da nicht gute Arbeit mache, dass ich dafür dann auch finanziell abgestraft werden sollte. Das ist auch deswegen sinnvoll, solch eine Reform, weil der Mensch ist genetisch ja auch darauf programmiert, Richtung Anerkennung der Gemeinschaft zu streben. Und ich kann natürlich keine Anerkennung der Gemeinschaft bekommen, wenn weiterhin wie im alten System Gesund-Krankheitsverhinderung praktisch finanziell bestraft wird und ein riesiges Brimborium machen und lauter unnötige Behandlungen zu verkaufen, fürstlich belohnt wird und anerkannt wird und honoriert wird mit dem berühmten Porsche vor der Tür. Ja? Und Schluck Wasser. Und das bedeutet eben, wenn man eine Gesellschaft richtig bauen will, dann muss es eben so sein, dass die Anerkennung, die höchste gesellschaftliche Anerkennung, für die ja eben einerseits das Finanzielle und auch die sonstigen Gratifikationen stehen, dass diese immer einhergehen mit maximaler Krankheitsverhinderung und maximaler Gesundheitsförderungsleistung einer Praxis und nicht mit dem Verkauf von möglichst vielen, meistens sogar ineffektiven Behandlungen, Operationen, Tabletten und so weiter.
die dann vielleicht sogar eine Tablettensucht erzeugen und so weiter. Ja? Das heißt also, Anerkennung ist eben nur möglich, wenn auch der Belohnungsschlüssel richtig herum gestaltet ist. Warum sollten auch die, die Schlechtes tun, weiterhin mehr Belohnung bekommen als die, die wahrhaft Gutes, Präventives tun? Ja? Warum sollte das so sein? Ja? Und damit sind wir dann auch bei dem nächsten Schritt, nämlich der Frage, es gibt ja so viele Illusionen von Erleuchtung oder von dem Höchsten, was Menschen erreichen können. Und ich will mal versuchen, echte Erleuchtung, die einzige Form der echten Erleuchtung zu definieren. Da ist es dann so, dass man also in der Lage ist, diese nicht bewusste, durch Vorteil bringende Irrtümer, parasitäre Mimikillerviren des Geistes, ablaufende Manipulation, Gehirnwäsche und Propaganda des eigenen Gehirns und aller anderen Gehirne zu durchschauen, ja, und also alle vorteilbringende Irrtümer, Gehirnwäsche, Propaganda und Manipulation zu durchschauen und dass man dann als Folge davon aus egoistischen Gründen will, dass andere Menschen natürlich, maximal natürlich, naturbelassen und glücklich leben dürfen, weil nur so ich selber, der Einzelne selber, mit ihnen glücklich leben kann. Da steckt also auch die tiefe Erkenntnis drin, dass auch ich, dass jeder Mensch ein Kommunentier ist und eigentlich maximales Glück ohne Kommune niemals erreichen kann. Natürlich muss diese Kommune dann auch kommunefähig sein, gemeinschaftsfähig, die muss in der Lage sein, sich schnell zu vertragen und langsam zu streiten, und nicht sich schnell zu streiten und langsam zu vertragen. Es muss also eine Trendumkehr der Pädagogik des Kapitalismus geschehen, der uns beigebracht hat, uns sofort und schnell zu zerstreiten, aber nie mehr zu vertragen. Und stattdessen müssen wir wieder lernen, wie man das macht, dass man sich ganz schnell verträgt und nur ganz, ganz langsam streitet, ja. Das ist ja dann die Aufgabe auch der Supervision. Also wenn wir uns nochmal die Bilderchen anschauen, ja, das ist die Aufgabe hier dieser Supervision. Und da sehen Sie nochmal die ersten Flyer der Partei des Gemeinwohls per Bildchen. Kann man, glaube ich, ganz gut sehen. Das sind so Bilder aus der Talkshow, aus der Sams-Talkshow. Ja, und hier sehen wir jetzt nochmal, dass wir hier, das ist also diese Welt, unsere Welt der Sparten, die Sozialsparten, Weltsozialsparten, NGOs, Gesundheits-, Nahrungssparten, Waffensparten, alle Sparten sind hier aufgelistet. Sozialsparten stehen ja stellvertretend für alle Bürokratien, die uns auch erdrücken und so weiter. Und all diese Sparten neigen dazu, dass sich bei ihnen bestimmte bestimmte Irrtümer, die sich als vorteilbringend erweisen, größere subjektive Erfolge zur Folge haben. Dadurch breiten sich diese vorteilbringenden Irrtümer aus, dringen ein hier, auch die, das sind die, ist die Welt der Sparten, hier die Konzernsparten, die Lobbyistensparten, die Sozialsparten, die Waffensparten, alle Sparten der Welt, Bürokratiesparten, können Sie sich hier vorstellen und diese vorteilbringenden Irrtümer dringen nun in die Welt der Journalistengehirne ein, weil diese dann auch die entscheidenden Werbekunden sind und damit große Teile des Gehaltes von Journalisten, Mediengestaltern, Medieninhalteproduzenten und in die politische Welt hineingeben. Also man kann sagen, die Sparten, die Mitglieder dieser Sparten
werden Mitglieder der Parteien. Dadurch wandern dann die vorteilbringenden Irrtümer in die Parteiprogramme ein, in die Köpfe der Politiker und so weiter. Dann fließen viele Gelder aus den Sparten Richtung Politik, Parteispenden, Geschenke, Karrieremöglichkeiten in der Wirtschaft, vor und nach der Politik und so weiter. Und dann fließen hier unendlich viele Gelder in die Filmemacher, in die Mediengestalter, Medieninhaltemacher und in die Journalisten als Teil der Medienwelt. Und diese ganzen Geldflüsse führen zu Evolutionsverläufen, dass also hier das gesamte öffentliche Denken, das die Journalisten verbreiten, die Medien, die Moral von der Geschichte, die verschiedenen Spielfilme verbreiten und die Politiker, die Inhalte, die die Politiker verbreiten, eigentlich im Wesentlichen nichts anderes sind als die schallplattenmäßige und papageienmäßige Wiedergabe der vorteilbringenden Irrtümer der Sparten. Und diese Sparten, die in dieser Diktatur, in dieser geistigen Diktatur der Sparten, vegetieren wir dahin, weil unser ganzes Leben so zerstört ist. Und die echte Erleuchtung ist, das Ganze zu durchschauen, zu wissen, dass es deswegen sinnvoll ist, die Anreize umzukehren, dass es also nicht mehr Belohnungen und Nachfahren und Nachkommen und Nachfolger und Fans gibt und Schüler gibt und Studenten gibt für Irrtümer, vorteilbringende Irrtümer, sondern dass die Wahrheiten an diese Stelle rücken und dann Wahrheiten zu Karrieren führen. Und das kann man mit vielen Techniken machen. Man muss auf jeden Fall hingehen und Gutes tun belohnen und Schlechtes tun, egal wie rationalisiert, durch welche vorteilbringenden Irrtümer, negativ muss man das sanktionieren und Gutes tun eben positiv sanktionieren, ne? Und durch positive Anreize. Ja, und das ist die ganze Formel des Ganzen. Und jetzt schauen wir nochmal hier rein. Also das war ja dann die Partei des Gemeinwohls. Ja, jetzt ist hier übrigens, das kann man auch nochmal kurz mitteilen. Ja, noch einmal auch dazu, wenn viele Menschen diese Erleuchtung erreicht hätten, bekämen wir sofort die superglückliche Welt. Aber diese Erleuchtung, diese echte Erleuchtung zu erreichen, ist wohl offensichtlich sehr schwierig und dann kann man nur hoffen, dass eben viele Menschen noch die Partei des Gemeinwohls halbwegs verstehen, deren Programm verstehen und es wählen, obwohl sie noch nicht erleuchtet sind oder nicht erleuchtet sind. Und vielleicht erreichen dann größere Zahlen die Erleuchtung, wenn schon von der Geburt an eigentlich die Menschen frei sind, völlig frei aufwachsen von der nicht bewussten oder bewussten Manipulation, Gehirnwäsche und Propaganda der Sparten, ja, also wenn diese Gehirnwäsche die Kinder erst gar nicht mehr trifft, vielleicht kriegen wir dann wieder, dass alle Menschen erleuchtet sind, denn Erleuchtung ist eigentlich der Naturzustand, ja, dass man weiß und spürt, dass man nur glücklich leben kann, wenn alle anderen auch glücklich sind und dass es nur so viel Wettbewerb und Leistungsorientiertheit kriegt, dass natürlich jeder versucht, noch nützlicher für die Gemeinschaft zu sein und dadurch noch geliebter, anerkannter und noch mit einer noch größeren Wahrscheinlichkeit der Vater des nächsten Kindes in der Kommune, die Mutter des nächsten erfolgreichen Kindes in der Kommune zu sein und so weiter. Ja, und so und mehr Leistung und Wettbewerb im Sinne einer negativen Konkurrenz darf es nicht geben in einer guten Gesellschaft. Und ja, und jetzt gucken wir uns nochmal an, wie das hier drüben ist mit der. Hier gibt's also eine Überarbeitung offensichtlich. Ich klicke auf Über uns, Weltrat der Weisen, und dann gibt's hier die Überarbeitung der Erläuterung der Wohlfühlstimme, die ist also etwas mehr präzisiert worden.
weil es ja nur, eigentlich kommt es nur auf die Veränderungsmeldung an. Mir geht's jetzt ein Tick, mir geht's jetzt besser oder schlechter. Und dann gibt's noch die Unterstufen, wenig, besser, mehr und so weiter. Also ich lese mal kurz vor. Also hier die Neuüberarbeitung der Wohlfühlstimme. Der neueste Stand jetzt mal zwischendurch. Erinnern Sie sich kurz an Bhutans Bruttonationalglück als Staatsziel. Sie, ja Sie, liebe lesende Person, erhalten, viel besser als in Bhutan, eine zusätzliche Wahlstimme, die Wohlfühlnote oder besser Wohlfühlstimme, mit der Sie dem Bundeswahlleiter Wiesbaden einfach nur mitteilen, ob es Ihnen jetzt ein wenig, viel oder sehr viel besser oder schlechter geht als früher. Also das wären dann wahrscheinlich ein Mausklick Richtung schlechter, zwei Mausklicke oder drei Mausklicke oder eben eins bis drei Mausklicke Richtung besser zum Beispiel. Ja. Der Bundeswahlleiter kann das dann auch noch verbildlichend ausgehend von einer für uns alle gleichen Ausgangsnote 3 bis 4. Geht es uns bald ein wenig besser und wir spüren das, dass es da einen Unterschied gibt, dass sich irgendwas verändert hat in unserem Leben, negativ oder positiv, teilen wir dem Bundeswahlleiter dies mit. Bei ihm springt unsere Wohlfühlstimme auf die 3-, wenn schlechter auf 4+, geht es mir schlagartig viel schlechter, springt die Wohlfühlstimme statt auf 4+, gleich auf 4. Kann auch auf 4- stimmen, wenn ich 3 Klicks gebe in Richtung schlechter, ne? Aber wo die Wohlfühlstimme steht, ist eigentlich sehr wenig wichtig, macht die Sache aber leichter vorstellbar. Entscheidend sind immer nur die Veränderungsmitteilungen. Im Restaurant ABC, Restaurant A, werden 100 Leute mit Salmonellen infiziert. Diese 100 Leute übermitteln, mir geht's schlechter, oder 98 davon, weil nicht alle an Wahlen teilnehmen werden. Mir geht's jetzt schlechter, Bundeswahlleiter, Statistisches Bundesamt, Statistische und Statistische Landesämter und eventuell Landeswahlleiter werten aus und dann resultiert daraus, Restaurant X erhält verkleinerte Verdienstzuschüsse. Sterbe ich vor dem 127. Lebensjahr, also vor meinem natürlichen Sterbealter, vergleiche Altersforschers Professor Sven Völbe, bedeutet das vom Sterbezeitpunkt bis zum 127. Jahr die automatisierte Abgabe der Note 7, beziehungsweise jedenfalls einer automatisierten regelmäßigen Veränderungsmeldung, die zum Beispiel die Praxen nicht motiviert, ältere, sterbensgefährdetere Menschen rauszuekeln oder auch Kinder kriegen könnende Mütter rauszuekeln, Frauen rauszuekeln, sondern alle Praxen motiviert, alles für die Gesundheitsförderung, Krankheits- und Sterbeverhinderung zu tun. Nach dem 127. Jahr endet die Notenabgabe bzw. regelmäßige automatische Veränderungsmeldung. Übrigens verurteilen wird dieses Stimmrecht entzogen. Ja, Sie können ja selbst weiterlesen. Also tschüssi, bis bald.